Und damit herzlich willkommen. Ampel sind aus. Marco ist schon ganz gut weg. Vettel nicht so, aber Bottas und Raikkonen, die kommen sehr gut weg. Hülkenberg, der kommt vor allem auch ganz gut weg. Und Eriksson bleibt ganz vorne. Vettel kommt immer näher. Uha. Es wird immer spannender. Vettel holt! Vettel holt! Jetzt erster. Und Marco Eriksson ist auf Platz 2 zurückgerutscht. Marco Eriksson versucht zu überholen. Crash! All about crash. Somebody hit me in the rear, turn two, and then somebody hit me in the rear again in turn three. For sake, honestly, what the are we doing here? Gelbe Flagge. Virtuelle Safety Car auf der Strecke. Mittlerweile sind hinter dem Führenden Bottas und Hamilton. VSC ist immer noch auf der Strecke. Wird einer von den Führenden jetzt in die Box gehen? Nein, alle bleiben weit draußen. Gelbe Flaggen bleiben noch geschwenkt. Zu viele Einzelteile liegen auf der Strecke. Damit die Marshalls die Teile wieder wegräumen können, müssen die Autos langsamer fahren. Da, grüne Flagge. Virtual Safety Car ist beendet. Renntempo kann wieder komplett voll gefahren werden. Bottas, ja, Bottas überholt! Bottas überholt! Hamilton versucht auch noch zu überholen. Eriksson kommt ganz gut wieder los. Und Crash! Oh, das gab wieder einen Crash. Und da fliegen wieder Teile. Das war Long Stall. Und da gibt es wieder einen Rampler. Marcus Ericsson fährt ziemlich rabiat. Hamilton verteidigt sich dagegen Max Verstappen. Hülkenberg ist auf dem 10. Platz. Inzwischen war Pascal Wehlein in der Boxengasse. Ja, er ist über die Einzelteile gefahren und hat sich einen Platten zugezogen. Box.
ein missglückter Boxengasseneinfahrt von Eriksson. Er konnte seinen Wagen aber noch gerade rechtzeitig gerade halten. Mal sehen, was er für Reifen bekommt. Und es sind gelbe Reifen bei Eriksson. Der Boxstopp ging wirklich schnell. Er ist drittvorletzter hinter Kimi Räikkönen. Es wird ganz knapp, aber er schafft es. Eriksson liegt jetzt vor Kimi Räikkönen. Und er kann ihn auch nicht überholen, weil immer noch das virtuelle Safety Car auf der Strecke ist. He pushed me off. We have seen it, we have seen it. He pushed you. We are reporting to the steward. Give us more details, Kevin. He just went on the ground to try. He's crazy, he just went on the ground. He could have taken both out. Yeah, and they still calm down, please calm down. We are reporting to the steward. We saw everything. It's pretty clear. Thank you.
stuck. Blue flag coming. It can't be blue flag. Ericsson kämpft hier immer noch um den ersten Platz mit Valtteri Bottas. Ist eher wahrscheinlich, wenn er mit etwas Glück noch schaffen kann.
Mittlerweile wird es immer dunkler. Und Ericsson fährt immer noch hinter Bottas her. Es wächst ständig. Es ist voll spannend, das Rennen jetzt. Ja, 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 gleich kriegen sie ihn. Er ist ganz nah dran, er könnte gleich den Frontflügel aufmachen. Ich meine Heckflügel natürlich. Nein, er fährt raus. Oh, er übernimmt der Strecke. Doch, er kann ihn noch aufmachen. Heckflügel ist offen. Und schafft er es? Unfall! Unfall, die beiden sind zusammengestoßen. Aber Ericsson liegt momentan auf Platz 1. Oh, Ericsson verfehlt total. Muss die Bullen eigentlich wieder abgeben. Sonst gibt es eine Strafe. Und gelb auf der Strecke. Es ist gelb auf der Strecke. Oh, Ericsson ist ganz weit raus. Bottas kommt noch vorbei, ja, Bottas. Mittlerweile sind wir in Runde 11 von 15. Ericsson überholt wieder, ja, Ericsson wieder auf Position 1. Und Bottas wieder auf 1. Das ist so ständig. Irgendwann kracht es noch garantiert, wenn sie so weiterfahren. Ja, diesmal geht noch alles gut und Ericsson liegt wieder vorne. Sebastian Vettel fährt vorne ganz entspannt sein Rennen zu Ende. Die 15 Sekunden holen sie bestimmt nicht mehr auf. Dahinter ist Daniel Ricciardo. Hinter der Zweiergruppe. Elektromotor ist wieder aus. Pascal Wehrlein war schon dreimal in der Boxengasse und hält sich auf dem letzten Platz. Kimi Räikkönen wird vorletzter ungefähr. Wenn er nicht, wenn nicht irgendeiner rausfällt, dann könnte er noch einen Platz vor. Sonst hat er keine Chancen mehr auf die 50 Sekunden Abstand. Bottas überholt wieder! Bottas ist wieder vorne! Ericsson überholt wieder! Oh Mann, ist das spannend! Ericsson fährt jetzt so schnell wie er kann. Die zeigen natürlich nur die Spitze, die entschuldigt. Viel spannender als der Rest. Ericsson fährt da immer zu weit raus. Ich glaube, das steht das nicht. Dadurch ist Bottas wieder auf 1. Und wieder zusammengestoßen. Dadurch fährt Ericsson ziemlich weit jetzt raus. Bottas wieder vorne. Bottas! Ericsson bleibt vorne. Jetzt sind wir in Runde 13, also noch eine Runde.
P1, Sebastian. P1. What a race! You were the quickest. You were the quickest. Woohoo! Yes, guys. Yes. That's what I'm talking about. Buona Pasqua. Grazie mille. La macchina è stato un piacere oggi. Grazie. Woohoo! Running. Sebastian Vettel bekommt eine 5-Sekunden-Strafe und fällt damit auf Platz 4. Damit steht auf Platz 1 Valtteri Bottas und daneben Marcus Ericsson und Daniel Ricciardo. Über diese Fahrt kann man sich nicht beschweren. Wirklich ausgezeichnet. In der Liste. Einfach wohlgefühlt. Während ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen.